Hallo, guten Tag. Die Monika muss ich jetzt mal ausblenden, weil die postet gerade ganz wichtig. Sie ist ja auch die Weltverschönerin. Schenkst du uns ein Lächeln, ein kurzes wenigstens? Danke vielmals. Wir stehen da und vertreiben uns ein bisschen die Zeit, weil wir haben noch 7 Minuten Zeit, dann sperrt Il Centro auf in St. Pölten. Ja, ist aber keine Pizzeria, auch wenn es so klingt. Nein, es ist eine Autowerkstätte, Fiat. Unser Womi braucht ein Service. Es hat zu wenig Öl, hat es schon geschrien. Wir haben eins nachgefüllt, aber vielleicht ist ein Ölwechsel dann insgesamt doch besser. Dann das Motorzeichen leuchtet manchmal auf, wenn es stark regnet. Dann sagt der Motor dringend kontrollieren lassen. No, jetzt ist dringend. Und da drinnen gibt es wahrscheinlich Damen und Herren, die das gelernt haben, die ein Geld dafür bekommen, zu Recht. Und die sollen einmal reinschauen. Ich habe ja schon auch herumgepfuscht, aber ich habe zum Beispiel den Scheibenwischer mit Gaffer repariert. Auch nicht so günstig. Nicht besonders gescheit. Lass mal lieber die Profis dran. Jetzt können wir ja auch verraten, wo wir hinfahren, nämlich ins Weinviertel, genauer gesagt nach Poisdorf. Richtig. Wieder mal eine großartige Weingegend, glaube ich. Ja, ich freue mich total. Ich muss noch eins vorweg schicken. Wo fährst du? Wieso? Entschuldigung bitte, aber wir sind seit 3 Stunden unterwegs ins Weinviertel. Das ist von unserer Stunde entfernt. Das ist jetzt nicht der Ernst. So. Ich bin doch nicht seit 3 Stunden unterwegs ins Weinviertel. Wir waren dazwischen in St. Pölten und haben das Auto beim Service gehabt. Das ist auf der Hebebühne gestanden, rauf, runter. Der Mechaniker hat reingeführt und wieder rausgeführt. Ah, der Mechaniker? Ja. Ah, der war das. Ich hab glaubt, du hast abgenommen. Schön. Na gut, also wir fahren jetzt ins Weinviertel mit einem gewaschenen, servicierten Auto. Freut mich total, wir melden uns von dort. Morgen. Morgen. Also für uns ist es jetzt der erste richtige Tag in Poisdorf. Ja, wir sind ja gestern, wo schwimmst du da? Ja. Auch noch nicht wach. Entschuldigung. So, geht schon. Ja, also wir haben jetzt noch einen Kaffee gegessen, sind wir nur angekommen, eigentlich aufgebaut, ein bisschen was gegessen, schlafen gegangen und jetzt geht's los. Du bist lustig, wir haben aufgebaut, abgebaut, weil dann kam ein Gewitter. Ach so, ja, stimmt. Aber das ist jetzt ist es wieder weg und heute haben wir was wirklich Leibendes vor. Ja. Wir hängen uns an einen Laubfrosch. Also wir gehen Traktor fahren. Der Gerold findet, das wird ein Laubfrosch sein, er weiß es ja noch gar nicht. Nein, aber ich glaube, weil ich habe gehört, es ist ein Traktor aus dem Oldtimer-Museum. Oh, schön. Und da gibt's ja so, da gab es so grüne Steirer-Modelle. So aus den 50er Jahren. Vielleicht haben wir das Glück und erwischen so einen. Auf jeden Fall, ich glaube, es geht mehr um die Kellergasse als um den Traktor. Aber das macht eben nicht so nah, es ist zu früh. Ja. Und das Wetter soll dann auch schöner werden, also hoffen wir das. Keine Sorge, Baby, du schaust am Nachmittag auch so aus. Entschuldigung, das war schon wieder. Entschuldige, das war uncharmant. Dreh ab. Ja, das war sehr uncharmant. Aber ich wollte damit ja eigentlich, es ist so uncharmant rüberkommen, ich wollte nur sagen. Jetzt versucht er sich rauszureden, der Prinz. Du bist eine. Au! Nimm mir nicht die Kamera weg, musst du. Das ist so ein Kultstaub da. Das kommt hier hoch.
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here. Das ist sau cool, was der alles hat. Der hat technische Dinge, die hat unser Auto nicht. Der kann so umdrehen. Wie ein Radpanzer. Ich versuche gerade ein Bild von dir aufzunehmen. Das ist meine Brille. Die hast du auf. Das ist schon die Brille und Mist. I'm just sitting here. I got time. So, ich muss was sagen, oder? Bitte, wenn es noch geht. Noch kann ich sprechen. Dann sprich, mein Schatz. Also für uns war es zeitig. Es war 10 in der Früh, wir hatten einen Kaffee und dann ging es in die Weinberge. Ja! Und jetzt gibt es eine Verkostung. Gott sei Dank hat die Irmi ein Brot mitgebracht. Ja, weil man dann die Brauchhaus und die Kraft dankbar sein. Danke. Jetzt einen grünen Kinder, gell?
haben wir gesagt. Ja, THC. Und es schmeckt so. Great outdoor, forever free. Boah. Boah, wir haben jetzt viel gelernt. Ja. Also. Meine Freunde, wir waren im Poisdorf. Ich habe nicht gewusst, dass man so lang und so viel über Poisdorf erzählen kann. Das ist so geil. Mir taugt das voll, sowas so kennenlernen. Ja, diese Kellergassen sind wahnsinnig spannend. Die sind in den Lehm hineingegraben eigentlich. Ja. Und diese Keller waren früher eigentlich nur dafür da, um das Gemüse oder um Lebensmittel einfach aufzubewahren. Ja, Erbsen. Weil es hat in diesen Kellern irgendwas zwischen 10 bis 12 Grad, durchgehend, immer, Winter wie Sommer. Genau, und das ist lustig, weil die Irmi hat auch ganz richtig gesagt, im Sommer, wenn man reingeht, ist kühl, im Winter, wenn man reingeht, ist warm. Ja. Das ist irgendwie cool. Und ja, wir sind dann... Mir fällt gerade auf, ich habe zwei Hüte auf. Ja. Gib mir einen, mir brennt die Sonne am Kopf. Bitte. Okay. Und später dann haben sie diese Weinkeller benutzt, eben für den Wein. Und dann möchte ich noch sagen, dass wir gelernt haben, Kellergasse darf man sagen, in dem Moment, wo 6 Weinkeller sind. Dann, genau. Dann ist es eine Gasse, ansonsten ist es ein Ensemble. Ja, am besten war einfach die Traktorfahrt. Bist du deppert. Der Traktor ist aus dem Jahr 1955. 1955, der Laubfrosch. Ich liebe das. Ja, und die Irmi und der Manfred, die waren großartig. Ja. Eine tolle Sache, sehr zu empfehlen. Unbedingt. So, ich habe gerade mein Handy im Taxi liegen lassen und darum ist es besser, wenn du sagst, was wir jetzt machen. Wir gehen jetzt ins Nonseum. Das ist das Museum für Dinge, die Welt nicht braucht. Erfindungen, die man nicht benötigt. Also Nonsens quasi. Klingt echt lustig. Ja, und voll was für uns. So ist das dann. In einem Nonsens-Museum steht keine Leiter, sondern eine Leider. Mit einer Sprosse. Ein drittes Standbein sozusagen. Das ist ein Gummischlittlaufstiefel, damit man beim Eislaufen nie wieder nasse Füße bekommt, wenn das Eis mal zu dünn wird. Dann gibt es einen speziell bei ganz glattem Glatteis verwendbaren Wanderstock. Da kannst du dich einsaugen. Wenn es mal schneearme Winter gibt, kannst du dir selber beim Gehen einen Schnee anrühren. Und wenn du ein swingender Oldtimer bist, gibt es hier einen Gleitstock für dich. Ja, und hier haben wir zum einen einen verschämten Gehstock für die Übergangszeit. Das sieht man gar nicht, da musst du mal hingreifen. Ja, da bitte. Ein verschämter Gehstock für die Übergangszeit ins Geratrum, sodass man ja, nicht gleich erkennt, was hier zwischen Hand und Fuß eigentlich ist. Baby, alles okay? Mein Liebling? Entschuldigung, aber das ist ein Periskop für den Allerwertesten. Stell ihn nochmal hin. Es ist unpackbar. Siehst du dich da? Ja. So habe ich mich noch nie gesehen und so werde ich mich auch nie wieder sehen. Für Sekunden. Daran sieht man, wie schnell die Zeit wirklich vergeht. Und was ist das? Ihr werdet es nicht erraten. Noten für Singvögel. So, meine Laune ist gleich wieder viel besser. Ja. Das Handy werde ich schon irgendwo kriegen und wann nicht.
Schau, was das Museum alles bewirkt. Na ja, das ist unpackbar. Es ist großartig. Es ist auch so eine künstlerisch begabte, denkende, hinterfragende Familie. Also was mir am Nonseum irrsinnig taugt hat, ist, wie man mit einem Zynismus und einer Leichtigkeit mit gewissen Blödheiten dieser Welt einfach umgehen kann. Das gefällt mir einfach gut. Ja. Pessimismus zum Beispiel. Ich bin kein Freund von Pessimismus. Ich mag Optimismus mehr. Die hier sagen aber, es gibt Pessimismus. Ja. Weißt du, was wir machen? Wir machen einen Wandertag für Pessimisten. Also die machen hier auch Aktionstheater. Die rennen dann herum einen Tag lang mit Menschen, die sich pessimistisch einstellen müssen. Er hat mir erzählt, der Herr Fritz Gall, der Chef hier, Oberkünstler, der Gründer des Nonseums, dass sie dann so Sachen machen, wie zum Beispiel Zetteln hergeben, auf denen Seufzer draufstehen. Oje, oje, ich kann nicht mehr. Warum immer ich? Und das müssen sie die ganze Reise lang sagen. Ja, die haben hier echt guten Humor. Schaut euch das an. Ja, es ist ein Wahnsinn. Unser Taxi ist da. Jetzt fahren wir wieder zurück. Ja, und hier wird schon wieder gekocht. Brutzel, brutzel. Ja, ich nutze die Gelegenheit. Der Prinz ist draußen und fliegt mit der Drohne. Das ist sein Lieblingsspielzeug. Ja, kann ich kochen, habe ich meine Ruhe. Passt auch. Wir sind noch in Poisdorf und morgen geht's weiter. Na, morgen fahren wir nämlich nach Niedersulz ins Museumsdorf. Da wollte ich schon ewig hin und ich freue mich jetzt total. Aber zuerst. Essen! To be